Pulled Pork heißt der neue Film von Regisseur Andreas Schmid. In der Hauptrolle das Musikkabarett-Duo Pizzerra und Jaus. Bitte trat den Schaso, hä? Ja. Für Paul Pizzerra stellte der Film sein Schauspieldebüt dar. Regisseur Schmid und Otto Jaus sind hingegen alte Bekannte. Bereits im Film Hals über Kopf stand Jaus für Schmid vor der Kamera. Pulled Pork dreht sich um zwei im Waisenhaus aufgewachsene Freunde, die das Verschwinden ihrer Ziehschwester klären wollen und sich dafür mit einem korrupten Bürgermeisterkandidaten, gespielt von Gregor Seeberg, anlegen. An der Seite von Pizzerra und Jaus ist auch Schlagerstar Melissa Naschenweng in ihrer ersten Filmrolle zu sehen. Das Budget des Films war laut Regisseur Andreas Schmid typisch österreichisch. 2,7 Millionen Euro hat der Streifen gekostet. Die Kussszene zwischen Paul Pizzerra und Melissa Naschenweng war am Set weniger romantisch, als es im Film den Anschein macht. Es war, glaube ich, relativ schnell abgedreht. Das stellt man sich meistens ein bisschen romantischer vor, als dann im Endeffekt ist, wenn da 60 Leute um dich herum sind und neben dir der Tonmensch so neben deinem Auge klemmt. Aber das war relativ flott eigentlich und die Melissa hat das wirklich, also nicht jetzt nur die Kussszene, sondern sie hat einen Drehtag gehabt und die hat das einfach wirklich toll abgeliefert, war total professionell und einfach eine coole Frau einfach. Der ungewöhnlichste Drehtag für die beiden war jener, an dem sie eine Streitszene spielen mussten. Absolutes Neuland für das harmoniebedürftige Duo. Auch für Regisseur Andreas Schmid war diese Szene ein Erlebnis. Da waren sie wirklich diese zwei Figuren. Also da habe ich auch wirklich Seiten am Paul und Seiten am Otto gesehen, die man so privat jetzt eigentlich, das spürt man sonst überhaupt nicht. Und da habt ihr, also da habe ich echt das Gefühl gehabt, wir haben da ganz was Besonderes. Für den lustigsten Drehtag war allerdings Gregor Seeberg und sein falsches Gebiss verantwortlich. An eine Szene erinnere ich mich schon. Da wurden, also meiner Figur, die Zähne ausgeschlagen und ich habe so eine Art Ersatzgebiss gehabt und das musste ich mit dem Paul so nahe spielen, ernst, er war da, ich so ganz nahe spielen und wir haben, glaube ich, mehrere Herzstillstände, Infarkte und sonstige Schlaganfälle gehabt und es ging einfach nicht. Ja, du musst dir zusammenreißen, weil es eine total intensive, harte körperliche Folter ist und psychisch auch. Und dann nimmt er halt seine Zähne immer raus und rät dann halt und lispelt halt. Und das war für beide, es war 4 in der Früh, Nachdreh, Crew fertig, alle schon hin. Und du hast dann so ein schlechtes Gewissen, wenn du lachen musst, weil du hältst alle auf und so. Und die Szene ist dann gestrichen worden, weil wir es nicht geschafft haben. Probleme machte nicht nur das Gebiss von Gregor Seeberg. Auch der Dialekt von Valerie Huber, die im Film eine Polizistin spielt, stellte eine Herausforderung dar. Ich musste bei der Nachsynchronisation den gesamten Film fast nachsynchronisieren. Weil der Dialekt oft einfach vernuschelt war und ich, ja, weil es halt nicht meine Muttersprache ist, wirklich, ich mir schon nicht so leicht getan habe. Aber ich glaube, man versteht es jetzt halbwegs, hoffentlich. Dem gebürtigen Steirer Andreas Schmid war es wichtig, einen Film mit Dialekt zu drehen. Der Film sei für ein österreichisches Publikum konzipiert. An mögliche Probleme mit der Vermarktung außerhalb Österreichs habe man keine Gedanken verloren. Dass bereits an einer Fortsetzung gearbeitet wird, will das Duo an dieser Stelle weder bestätigen noch dementieren. Es gab Gründe und es gab die Motivation, ja, sagen wir so. Genau.